Lindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Das Jahr geht, Bernd Gieseking kommt. Mit seinem satirischen Jahresrückblick ab dafür ist der gebürtige Gutenhausener nicht nur in Minden, sondern auch in der Region ein gern gesehener Gast. Ich bin im 17. Jahr insgesamt mit diesem Programm unterwegs. In diesem Jahr mit neuen Texten. Nicht nur die Inhalte, auch die Gestaltungsmittel haben sich gegenüber dem Vorjahr geändert. Ja, ich versuche natürlich immer wieder, mich selber und das Publikum natürlich zu überraschen. In den letzten Jahren habe ich sehr stark ein Alphabet genommen, als Form durch das Jahr zu gehen, weil ich aus der Chronologie rausgehen wollte. Und ich habe eine Dramaturgin, Regisseurin, also Schrägstrich, Beate Wieser, die hat gesagt, guck mal Bernd, hier so, wenn du das so zusammenbaust, dann gehen die Themen so schön ineinander über. Und das fand ich eine sehr spannende Inspiration. Der 1. Januar, es begann ein rasendes Jahr. Noch hatten wir die Bundeswehr und noch hatten wir die Wehrpflicht. Noch qualmte Loki Schmidt wie früher nur die Schornsteine im Ruhrgebiet. Am 1. Januar diesen Jahres war Schalke 04 auf dem 2. Platz der Fußball-Bundesliga. Ein gewisser Horst Köhler hatte das nominell höchste Staatsamt inne. In diesem Jahr gehen also die Themen wirklich so ganz geschmeidig ineinander über. Und es gibt dadurch nicht immer das ganz klare Ende des einen Themas, sondern man ist plötzlich unversehens schon im nächsten. Und das finde ich eine schöne Überraschung. Es gab auch gute Nachrichten. Im Oktober wurden alle verschütteten Bergleute in Chile gerettet. Und Sigmar Gabriel atmete auf. Wenn die Bergleute in Chile gerettet werden konnten, dann besteht auch Hoffnung für die SPD. In diesem Programm jetzt sind andere neue formale Ideen drin, nämlich in diesem Fall viele persönliche Gespräche mit Politikern, die ich dann behaupte, die ich treffe. Eine Bischöfin betrinkt sich in Hannover, überfährt eine rote Ampel und wird anschließend von der Polizei erwischt. Viele fragen sich ungläubig, was ist los mit Gott? Hat er sein Personal nicht im Griff? Hätte die Ampel nicht auf grün stellen können? Frau Käsmann, wir kennen uns. Wir sind auch der gleiche Jahrgang. Frau Käsmann, von der Leyen, Roland Koch, Prince, Michael Jackson, Madonna und ich. Also, und Kachelmann. Wir sind nicht auf alle stolz. Ich sitze also neulich mit Margot Käsmann zusammen und ich sage, Margot, wieso hast du das gemacht? Sagt sie, ich könnte mich selber in den Arsch beißen. Ich sage, Mann, kein Geld für die Taxe oder was? Sagt sie, hör jetzt ja nicht auf, Bernd. Ich sage, und jetzt? Der Sarrazin trumpft auf und alle Kirchenvertreter halten die Klappe, das ist auch nicht normal. Sagt sie, wir haben abgesprochen, solange es gegen die Moslems geht, halten wir uns raus. Ich sag, wieso haltet ihr euch raus? Wegen der christlich-jüdischen Tradition und so. Ich sag, Margot, willst du mich verarschen? Sagt sie, jetzt lass doch mal. Und so ist eben in den Jahren immer mal ein unterschiedlicher Aspekt. Und ich habe das Gefühl, dass es in diesem Jahr eben auch wirklich sehr dicht ist. Der Juchtenkäfer in Stuttgart, er sollte verhindern, dass die Bäume im Schlosspark abgeholzt wurden. Oder die kleine Hufeisennase, eine Fledermausart, die sollte verhindern, dass die Waldschlösschenbrücke in Dresden gebaut wird. Und der Kammmolch war wiederum sehr erfolgreich. Und zwar in Nordhessen, zwischen Hessisch-Lichtenau und Helsa, ist wegen dem Kammmolch extra ein Tunnel gebaut worden und hat Mehrkosten auf einer Autostrecke von 50 Millionen Euro verursacht. Der Verkehrsminister dort, Herr Posch aus der FDP, hat gesagt, das richtige Augenmaß zwischen Mensch und Natur ist verloren gegangen. Und ich glaube auch, dass das richtige Augenmaß verloren gegangen ist in Zeiten, in denen Protestierenden die Augen mit Wasserwerfern ausgeschossen werden. Das ist das 17. Jahr, in dem ich es mache. 17 Mal Jahresrückblick. Und im ersten Jahr waren das zwei Auftritte. Da hat mich ein Freund überredet, der hat gesagt, du hast so viel fürs Radio gemacht, komm, pack das mal alles zusammen und mach das doch. Und da habe ich noch gesagt, oh, will das einer sehen? Und wir waren damals, glaube ich, zwei nur, die das in ganz Deutschland gemacht haben. Urban Priol und ich, Urban, mehr im süddeutschen Raum. Und das ist eine richtige Erfolgsgeschichte geworden für letzten Endes natürlich uns alle und für mich. Und ich bin inzwischen da über 60 Mal mit auf Tournee.
Macht einen Spaß. Bislang weiß man, problematisch für ein ICE sind Schnee, Regen, Eis, nasses Laub, Nebel, Hitze, Dunkelheit und verstärkte Nachfrage nach Chili con Carne. Aber ausgerechnet Vulkanasche macht den Dingern nichts aus. In Minden selber sind wir inzwischen ins Stadttheater gegangen. Das heißt, an einem Tag kommen dann im Verhältnis sehr viele, statt früher eben viermal oder so im Bütz. Das ist dann manchmal auch eine Geschichte, die man machen muss, auch wenn die kleine Bühne natürlich einen großen Charme hat. Manchmal muss man es für die Kraftökonomie machen. Kraftökonomie heißt, dass man eben nur eine begrenzte Zahl von Auftritten dann körperlich eben auch schafft. Und wenn man dann versuchen möchte, den Zuschauerwunsch am jeweiligen Ort dann wirklich auch zu erfüllen, dann muss man manchmal eben versuchen, in einen größeren Raum zu gehen und die Zuschauerzahl dadurch dann eben zusammenzulegen, statt drei Auftritte in der kleinen Bühne, eine in der größeren. Und das heißt auch deutlich, es geht nicht mehr ohne die anderen. Sogar in der Fußballnationalmannschaft spielen inzwischen welche von auswärts. Sogar aus Polen. Frau Steinbach ist entsetzt. Der Chef der Deutschen Bank kommt aus der Schweiz. Der Gesundheitsminister stammt aus Vietnam. Die Kanzlerin kommt aus dem Osten. Ich persönlich mag die Programme aller Jahre und gleichzeitig finde ich es auch toll, wenn das Publikum sagt, dieses Jahr ist aber besonders toll. Und dann habe ich Gott sei Dank das Glück, dass jedes Jahr die Leute sagen, dieses Jahr ist aber besonders toll.